Alle Jahre wieder kommt das Christuskind. Nur bei den vorweihnachtlichen Festen hat es im vergangenen Jahr bedingt durch Corona einen Totalausfall gegeben. Dies soll sich heuer nicht mehr wiederholen. Dazu hat sich die Stadt Bruck auch einiges einfallen lassen. Der Advent rückt näher, Bruck rüstet für die Waldweihnacht, aber auch der Schlossberg wird heuer dabei eine Rolle spielen. Was? Ja, und zwar, wir machen am Brucker Schlossberg das erste Mal einen Christkindlmarkt. Nächste Woche beginnend, von 18. bis 21. November. Ich habe die letzten Jahre viele Christkindlmärkte veranstaltet und dieser Platz da oben, wo meine Frau das Lokal betreibt, ist wirklich wunderschön. Viele kennen den Platz und den wollen wir richtig schön ausschmücken mit Licht, mit Feuerarbeiten. Wir haben sehr schöne Aussteller oben. Es gibt ein tolles Rahmenprogramm, das ist einfach mit regionalen, guter Musik. Es wird am Donnerstag eine Eröffnung geben mit einem Fahrer. Und wir haben den Markt immer so von 13 Uhr bis 22 Uhr circa geöffnet. Und ja, wieder ein schöner Rahmen. Kann man schon sagen, was es genau Kulturelles geben wird? Ja, es ist bunt gemischt. Also es gibt einmal Klarinettenmusik zum Beispiel, Trafellas Klarinettenmusik am Donnerstag. Dann Sisters and One kennt sicher ja, rund um Bruck viele Leute. Also es ist eine tolle Band. Geht hin bis Baschlurger Blos. Also es ist wirklich eine Waisenbläser-Truppe. Also wirklich querbeet und für alle ist etwas dabei. Und zusätzlich haben wir auch noch am Samstagnachmittag, das ist glaube ich auch ein Highlight, kommt das Christkindl zu uns und da können alle, ob jung, ob alt, den Brief ans Christkind bei uns abgeben. Wie schaut es denn aus, wenn man jetzt rauf will und es sollte mal Schnee sein? Ja, es ist soweit, also laut Wetterprognosen schaut es sehr, sehr gut aus, also dass wir schneefrei bleiben. Es ist aber soweit begehbar, also das ist möglich, aber halt zu Fuß, aber ich glaube, das ist leicht zu erreichen in ein paar Minuten. Und mit dem Taxi darf man ja bis zur Kanonenhütte sich bringen lassen und damit ist eigentlich der Schlossberg für alle leicht erreichbar. Der Brucker Schlossberg ist heuer auch im Advent ein Bereich, wo Menschen sich dann einstimmen können auf die Weihnachtszeit. Wichtig ist ja auch die Kulinarik. Wie schaut es da aus? Also wir haben oben frisch gemachte Bauernkrapfen, die vor Ort gemacht werden. Dann gibt es einen Sterz, eine saure Suppen. Dann werden wir alle Quote unsere Brote machen. Glühmost, ganz eine Spitzenqualität und natürlich alles andere auch, was wir immer haben. Also man kann sich jetzt einstimmen, kulinarisch, aber auch was Veranstaltungen betrifft, auf die Adventszeit. Aber wie schaut es jetzt aus mit Corona und mit den ganzen Maßnahmen? Also wir werden das sehr genau überprüfen. Es gilt die 2G-Regel. Wir werden rote Bänder verteilen. Und ich denke mal, es sollte halt jeder ein bisschen aufpassen. Im Innenbereich haben wir auf wenige Sitzplätze reduziert und wollen das hauptsächlich eigentlich im Freien draußen machen. Jetzt haben wir natürlich musikalisch schon einiges gehört, aber ich glaube, es gibt ein spezielles Highlight, auf das Sie sich besonders freuen. Ja genau, gibt es auch noch. Fritz Hirschberger wird uns mit seiner Harmonika begleiten und ganz tolle Stücke spielen. Alle, die die Maßnahmen der Bundesregierung erfüllen, können sich auf ein besinnliches, stimmungsvolles Adventfest in Bruck und am Brucker Schlossberg freuen. Übrigens genesen oder geimpft gilt heuer auch fürs Christkind. Ein kleines Skigebiet muss nicht unbedingt ein kleines Angebot haben. Das beweist die Gemeinde Thurnau und die Schwabenberg Arena, die ihren Gästen in puncto Skisport auch in Zukunft ein erlebnisreiches Angebot anbieten möchte. Herr Bürgermeister, die Schwabenberg Arena ist eines über Thurnau hinaus bekanntes Skigebiet und die Haupt setzen hier einiges vor, was gemacht werden soll. Ja, die Schwabenberg Arena wurde im Jahr 1967 in Thurnau errichtet und hat sich seitdem zu einem unverzichtbaren Skigebiet für Thurnau, ich möchte sagen für die gesamte Region entwickelt. Und ein langes Projekt, ein langer Wunsch der Liftbetreiber, der Gemeindeverantwortlichen, aber ich möchte sagen aller Sportlerinnen und Sportler, die hier
bei der Schwabenberger Arena Skifahren war es, einen Gipfellift bis herauf zur Bergspitze zu errichten. Und nächstes Jahr für die Wintersaison 2022-2023 wird dieser Gipfellift nun endlich Realität werden. Jetzt wird ja dabei auch einiges an Geld in die Hand genommen. Ja, das ist richtig. Die Gesamtkosten für dieses Projekt machen rund 800.000 Euro aus, bis 1 Million Euro. Die Gemeinde Durnau beteiligt sich mit einer Summe von 200.000 Euro an diesem Projekt. Und wir haben in Summe gesagt, als Marktgemeinde Durnau, wir wollen aus der Corona-Krise hinaus investieren. Wir haben heuer einen Schwerpunkt in den Bereich Infrastruktur gelegt, haben Millionenbeträge in die Erneuerung von Straßen, von Brücken, von Wasserversorgung investiert. Was uns dabei hilft, ist natürlich auch unsere solide Finanzpolitik in den letzten Jahren, aber auch unsere optimale Unterstützung, die wir durch das Land Steiermark erfahren. Und im nächsten Jahr ein Schwerpunktprojekt ist eben das Gipfelliftprojekt. Jetzt ist ja Skifahren nicht ganz so billig mehr, aber ich glaube, ihr habt euch da auch etwas einfallen lassen. Es gibt ja auch eine Turnau-Card. Ja, wir haben überhaupt eine wunderbare Kooperation zwischen den drei heimischen Skigebieten, Schwabenberg Arena, Eichfeldlift und Seeberglifte. Und da wurde vor ein paar Jahren die Idee konzipiert, eine gemeinsame Turnau-Card, eine gemeinsame Skikarte für unsere Turnau-Jugend ins Leben zu rufen. Zum Saisonkartenpreis der Schwabenberg Arena kann man das Angebot aller drei Lifte nutzen. Und die wird es auch heuer wieder geben für die Jugendlichen aus Turnau, aber auch für Jugendliche aus anderen Gemeinden, die bei unseren beiden heimischen Wintersportvereinen Turnau und Au Mitglieder sind. Die Schwabenberg Arena ist ja nicht nur ein schönes, sondern auch ein schneesicheres Skigebiet. Jetzt baut man den Lift bis zum Gipfel. Welche Vorteile soll das bringen? Ja, es ist eine sinnvolle Erweiterung unseres Skigebietes. Wir werden den Gipfellift errichten. Und zwar geht dann der Gipfellift von einer Höhe von 1150 Meter auf 1250 Meter, also dieser Höhenunterschied, der hat uns ja noch gefehlt, diese letzten 100 Meter, und das werden wir nächstes Jahr im Sommer errichten. Bei vielen Skigebieten ist immer das Problem auch der Schnee, so wie ich glaube auch hier habt ihr, oder kann man sagen, ist es schneesicher? Wir sind ein schneesicheres Skigebiet. Es ist so, wir haben ja 23 Schneigeräte momentan in unserem Besitz und sind da sehr leistungsstark. Und das heißt, wir haben auch diese Schneeanlage erweitert, was den Strombezug betrifft. Wir haben drei Trafostationen und sind dadurch auch sehr leistungsfähig. Und woher kommen die Gäste? Die Gäste kommen in erster Linie unter der Woche, verstehen wir uns als Nahversorger im Skisport. Die kommen aus dem Mürztal und natürlich auch unserer näheren Umgebung, Turnau, Aflenz und Törl. Ein weiterer Punkt ist auch der Leistungssport, und da gibt es ja einige, die das Angebot hier auf der Schwabenberg Arena nutzen. Da sind wir eigentlich sehr stolz darüber, weil wir auf diesen Punkt, wie Sie ansprechen, schon Jahre hinarbeiten. Wir sind ein Trainingsskigebiet für die Verbände, für die Vereine, die sehr gerne zu uns kommen aus nah und fern. Da möchte ich nur sagen, internationale Teams wie das Damenteam der Schweiz kommt zum Beispiel gerne zu uns, wenn am Semmering die Rennen sind, sind sie im Vorspann bei uns, aber auch nachher sind bei uns zum Training, aber auch die Niederösterreicher kommen sehr gerne zu uns, aber natürlich auch die einheimischen Vereine und Verbände sind bei uns zu Hause. Das bleibt darüber hinaus für den Otto-Normalverbraucher im Punkt der Skifahren auch noch Platz und Zeit. Es bleibt natürlich genug Platz und auch Zeit. Somit kann für alle Wintersportbegeisterten der Schnee kommen und die Saison beginnen.